Hallo und guten Tag. Mein Name ist Knut Holst und ich möchte Ihnen heute das Herzstück der Firma Holst Porzellan vorstellen. Das ist unser Kommissionslager in Bielefeld-Brackwede. Gerade eben ist ein Container angekommen und ich möchte Ihnen einen kleinen Einblick in unser Lager und unser Logistikzentrum geben. Gerade haben wir eine Sendung mit einem 20-Fuß-Container Porzellan bekommen. Die Ware kommt zunächst einmal lose in den Containern und wird hier von unserem Lagerpersonal palettiert und entsprechend für die Lagerung vorbereitet. Nachdem die Ware dann auf den Paletten verbracht ist, wird sie palettiert, um dann in die verschiedenen Lagerplätze eingeräumt zu werden. In unserem Lager hier in der Duisburger Straße haben wir verschiedene Sektionen. Augenblicklich befinden wir uns hier in der Sektion Kaffeebecher und wir lagern hier unsere etwa 1,60 Meter hohen Paletten auf Europalette, also 80 x 120. Und wir haben insgesamt 4 Lagerhöhen zur Verfügung. Auch bei uns ist Platz eines der größten Probleme, die wir haben. Bei einer Kollektion von 4000 Artikel und Ideen in weißem Porzellan müssen wir quasi jede Ecke ausnutzen. Und hier in dieser Sektion lagern wir die Artikel, die in kleinerer Stückzahl abgenommen werden, also nicht die als Palettenware herausgenommen wird, sondern hier kommissionieren wir von den einzelnen Palettenstellplätzen. Auch hier in dieser Sektion, Abteilung Schalen, lagern wir auf 4 Ebenen 160 x 80 cm. Zusammen mit Block liegen wir etwa bei 120 Paletten. Das heißt, hier in dieser Abteilung liegen etwa 25.000 bis 30.000 Schalen aus Porzellan. Das wäre dann die Sektion Nummer 6. Das hier wäre dann die Sektion Nummer 7. Nummer 8. Nummer 9. Und hier hätten wir Nummer 10. Hier in unserem Blocklagerbereich nehmen natürlich auch unsere Mitarbeiter die entsprechenden Warenqualitätsprüfungen durch. Von hier aus geben wir die Ware dann für den Verkehr innerhalb der Europäischen Union eben weiter und kommissionieren auch für die sogenannten Überhanglager. Leider kann ich Ihnen das Überhanglager in Bielefeld-Oldentrup nicht zeigen, da es sich hier um einen geschlossenen Bereich der Spedition Kühne und Nagel handelt. Aber ich darf Ihnen versichern, dort liegen auch noch mal etwa 2000 Paletten Holst Porzellan.